Tutorat steht auf deinem Stundenplan und jetzt fragst du dich, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video erfährst du alles, was du über ein Tutorat an der Universität wissen musst. Was lernst du in einem Tutorat? Tutorate sind bestimmten Vorlesungen zugeordnet und wiederholen den Vorlesungsstoff. Sie bereiten auf die Klausur am Ende des Semesters vor und ähneln einer Nachhilfe. Tutorate sind wie Seminare und Übungen partizipativ gestaltet. Von den Studierenden wird somit eine aktive Beteiligung erwartet. Anders als bei der Vorlesung, denn dort steht der Dozent oder die Dozentin im Mittelpunkt. Du kannst im Tutorat somit alles fragen, was du nicht verstanden hast. Tutorate sind eine sehr gute Möglichkeit, den Stoff der Vorlesung gemeinsam mit anderen Studierenden zu bearbeiten. In der Regel nehmen 15 bis 25 Studierende an einem Tutorat teil. Wie sieht ein Tutorat aus? In einem Tutorat stehen die Fragen und Probleme der Studierenden im Vordergrund, weshalb der Austausch besonders wichtig ist. Die Veranstaltung ist freiwillig, es gibt also keine Anwesenheitspflicht. Tutorate sind jedoch für eine erfolgreiche Klausurvorbereitung sehr empfehlenswert. Häufig wirst du in Tutoraten Gruppenarbeiten haben, praktische Aufgaben zum Vorlesungsstoff bearbeiten, regelmäßig Hausaufgaben erledigen, Übungsblätter lösen sowie mögliche Klausurfragen besprechen. Wie ist der Lehrstil in einem Tutorat? Tutorate werden meist von Studierenden aus höheren Semestern geleitet. Dies hat für dich viele Vorteile, denn die Studierenden wissen oft sehr genau, welche Themenbereiche schwierig sind, weil sie selbst einmal an der Vorlesung teilgenommen und die Klausur geschrieben haben. Der Tutor oder die Tutorin gelten als Begleitung und Lernunterstützung und planen die Themen, die in den Tutoraten behandelt werden. Die Studierenden können trotzdem aktiv mitgestalten, indem sie Fragen stellen und sich an den Diskussionen beteiligen. Was wird von dir erwartet, was du als Studentin oder Student in einem Tutorat tun solltest? Von den Studierenden wird im Tutorat ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Selbstbestimmung erwartet. Daher solltest du den Vorlesungsstoff nachbereiten, eine ordentliche Mitschrift der Vorlesung anfertigen und dich auf die Inhalte des Tutorats vorbereiten. Wichtig ist auch, dass du dir die Themen aus der Vorlesung notierst, die du noch nicht verstanden hast. Dann weiß dein Tutor oder deine Tutorin auch, welche Aspekte noch unklar sind und was ihr im Tutorat üben und wiederholen solltet. Zur Vorbereitung auf ein Tutorat solltest du also Mitschriften zur Vorlesung anfertigen und Fragen notieren, die du deinem Tutor oder deiner Tutorin stellen möchtest. Nach dem Tutorat kannst du dann die Inhalte nochmals vertiefen, indem du beispielsweise die Hausaufgaben erledigst. In der Regel bekommt man keinen Leistungsnachweis für den Besuch eines Tutorats. Noch mehr hilfreiche Informationen und Tipps findest du in der Lernsequenz Das Tutorat. Viel Erfolg!